Hallo, liebe Abenteurer. Fängt schon super an. Zweite Wort gesprochen und schon versprochen. Leck mich am Sack. Wildschwein? Wildschwein? Nichts. Das ist doch unglaublich. So. Wir machen mal da unten den Außenposten platt. Ist das der richtige? Genau. Dann sind wir etwas sicherer hier. Weil diese scheiß Piraten, die fucken mich so extremst ab. Man kann hier nicht mal wo runter? Hier runter. Ordentlich jagen gehen. Scheint ein recht großes Lager zu sein, aber mit Strandausblick, die haben's gut, die Jungs. Da haben wir einen Alarm. Kann ich den Alarm deaktivieren? Das wäre natürlich ein Traum. So. Der Alarm ist deaktiviert. Jetzt können die denken. Ich denke mal, das ist für Verstärkung. Jetzt könnt ihr eure Verstärkung in den Wind schießen. Zu spät, mein Freund. Den habe ich ausgemacht. Wow, der lebt ja immer noch. Au! Scharfschütze. Boah. Fuck. Drecksack. So, jetzt muss ich mir noch um den Scharfschütze kümmern. Drecksack. Jawohl. Boah. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Außenpost befreit, kein Alarm ausgelöst. 550 XP. Wunderbar. So, ich möchte jetzt gerne mein Dingens wieder. Fähigkeitspunkt. Genau, da. Die will ich. Hey. Es gibt immer noch was zu tun. Bitte kümmere dich um die Jobs, die an den Aushangtafeln hängen. So. Ich möchte gerne die. Nee. Ach ja! Dafür bin ich gemacht. So. Ich gehe jetzt jagen. So. So, jetzt ist hier alles grün. Jetzt können wir mal ordentlich jagen gehen. Meine Fresse. Da hinten ist schon wieder der nächste Außenposten. Ich glaube, wir haben in diesem Let's Play extrem viel zu tun. Und ich finde, ich mache das bis jetzt. Eigenlob. bis jetzt ganz gut. Fail. Bis jetzt ganz gut, denn ich rede sehr viel. Recht oft. Das hat mich immer bei den anderen Spielen gestört. So Spiele, die ich nicht so gerne spiele, die mich jetzt nicht so vom Hocker reißen. So, boah, geil. Da, das merke ich selber, rede ich nicht oft. Fahren wir überhaupt richtig? Mal was trinken. Ah. Rechts übrigens sieht man noch kein von der Web noch nichts aufgehüllt. Also so, da müssen wir noch den nächsten Turm freischalten. Alter, ich fahre hier gleich querfeld ein. Ah, hier ist Amanaki, toll. Da war ein Rennen. Aber ich will erstmal jagen. Geile Musik. Gibt es hier auch Radiosenderwechsel oder sowas? Eher? Nee. Ah, doch. Nee. Ich höre nichts. Geht nur an oder aus. Naja, gut.
So, nächster Versuch. Hoffentlich jetzt mal ungestört. Dreckigen Wichser. So. Wildschweine, wo seid ihr? Huch, Ruckel? Wo kommt der Ruckler her? Ruckler auf meinem Rechner, das dulde ich nicht. So. Wer schießt? Leck mich doch am Sack. Ich hab ein Wildschwein. Ne, ein Schwein genommen. Es war ein normales Schwein. Wo sind denn Wildschweine? Ich will mal langsam mit der Story jetzt weitermachen. Ich verkacke hier schon zwei Folgen an so scheiß Wildschwein. Das sind Zustände hier. Da wird wieder gerissen. Blöder Hund. Das ist aber ein normales Schwein. Ekelhaft. Schweinsleder. Einfache. Ah, Spritzentasche. Ah ja, gut, dann hat sich's doch gelohnt. Aber ich brauche ein Wildschwein. Da sind Freunde von uns. Schönen guten Tag, ihr Drecksäcke. Ich mach das gleich offscreen. Normales Schwein. Kommen wieder welche von uns. Ist wohl so eine Art kleine Handelsroute hier. Da rennt es hinauf. Darin zwei normale Hausschweine, aber kein Wildschwein. Ich gehe mal darunter. Echt vielversprechend. Das sieht ja schon ganz geil aus, ne? Finde ich cool. Die Wolken sehen auch geil aus. Sehr schön. Moin! Weiter! Keine Schweine, nichts. Ist ja gut. Oh, hier haben wir auch eine fette Höhle. Alter, wie geil. Das werden wir auch noch definitiv machen. Das hat definitiv auch noch was Gruseliges. In diesem Spiel ist echt irgendwie alles vorhanden. So, hier sind ein paar Leute gestorben. Haben wir was Schönes drin. Große Feder. Und 30 Dollar, toll. Immerhin. Aber ich wäre um zwei Wildschweine definitiv froher. Frommer. Leben die nicht mit normalen Schweinen auch zusammen? Moin. Das ist echt zum Kotzen. Wenn ich wüsste, ob bei dem Earnhardt irgendwie noch sowas Wildschweine wären. Was haben wir hier unten? Tapir. Da oben haben wir ein Riesenschiff. Hier sind Haie. Minuten. Ich mach noch den Funkturm. Das gibt's nicht. Vielleicht hoffe ich, ich habe die Hoffnung, dass wir beim Earnhardt vielleicht noch Wildschweine finden. Ansonsten müssen wir mit dem Munitionsbeutel leider noch warten.
Aber den Munitionsbeutel brauchen wir echt dringend. Sonst kommen wir hier nicht weit. Ah, so. Rechte Hand entspannen von der Maus. Ich kann ja hier mit den WASD-Tasten steuern. Oh, das ist gar kein Weg. Das ist ein Fußweg. Ich habe das Gefühl, ich sollte da nicht lang fahren. Ah, ah. Okay, aufsteigen. Aufsteigen. Halten, Feuer löschen. Scheiße. Ich glaube, ich bin tot, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Toll. Unser erster Tod? Ich glaube, das war unser erster Tod, ja. Nee. Och, jetzt ist die Markierung weg. Wo sind wir denn? Da oben. Und da müssen wir hin. So, wer fällt ein? Yay! Nochmal an derselben Kacke sterben. Diese Autos halten nichts aus. Aber wir brauchen grünes Band. Ups. Ah, da ist das nächste Auto. Dann nehmen wir das. Wie sieht denn eigentlich das Feuer hier aus? Oh, Feuer weg. Ich habe keine Ahnung, wo lang. Nee, 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 nee. Jetzt fahre ich genau dieselben Scheiße wieder zusammen wie eben. Ich fahre mir den Umweg und sterbe nochmal. Das kann ich mir nicht leisten, Alter. Mein Leben ist teuer. Ja. Oh, Mann. Ich halte doch gut. Ja, das ist peinlich. Mann! Da! So. Mann! Ist doch unglaublich. Sterben wir jetzt zum dritten Mal. Weißt du was? Ich mache jetzt mal Schnellreise nach Amanaki. Na? Ah! Ah, so. So. Nächster Versuch. Ach, wie geil. Also die Lichteffekte finde ich sehr gut bis jetzt. Lichteffekte sind sowas für mich so, wenn die richtig gut beim Spiel sind, dann ist das Spiel allgemein eigentlich auch richtig gut. Oh, schöne Frau da rechts. Ich guck mal auf der Map, wo ich jetzt überhaupt lang fahre. Ich fahre in die richtige Richtung. Darüber müssen wir. Also wie gesagt, Lichteffekte finde ich richtig gut. Oh, da ist ein Rakiat. Ah! Oder Gefangene. Oh. Ups. Keine Zivilisten töten. Oh, ich fahre mal weiter. Ups. War ich nicht. So, das muss reichen. Hab geparkt.
Sag mal. Ah! Das hat sich gut angehört. Wo geht's denn hier hin? Nein! Andermal. Ah, da ist der Funkturm, Gott sei Dank. Ich höre Hunde. Schon wieder. Hier gibt es ja auch Tiger und sowas. Es gibt extrem viele Tiere. Da vorne haben wir wieder zwei Rakyat-Leute. Wir werden uns geschickt im Gebüsch verstecken. Und sie auf dem letzten Meter über den Rumpeln. Was sei denn, sie erkennen uns? Ganz leise. Mir geht's gar nicht gut. Ich brauche einen Schuss, verdammt nochmal. Gott, war das schlecht geschossen. So. Hat sich festgebackt, das Vieh. Ah, gut, passiert. So, ab zum Funkturm jetzt. Los, hoppla. Kann ich noch... Nein, keine Muni aufgesammelt. Ist auch noch voll. Ah, mir geht's ins Ohr jetzt. Ah. Pfui. So, noch schnell auf den Funkturm, dann schaffe ich das noch, bevor die Aufnahme endet. Und dann mache ich auch mal eine Aufnahmepause. Ich habe jetzt schon 6 Folgen aufgenommen, das dürfte bis Freitag reichen. Cool. Nice. So, wie kommen wir denn jetzt da hoch? Hier? Nein, 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 nein. Hä? What the fuck? Ah. Hier in den Lianen können wir hochspringen. Klettern. So. Aufpassen, dass hier keine Schlange oder sowas ist. Und hoch geht's. In real, ich würde da nie hochgehen, Alter. Ich habe nämlich Höhenangst. So auf Leitern steigen tue ich schon sehr ungern. Mag ich gar nicht. Fuck. Vor allem das quietscht hier auch noch so schön, weil es ist, als ob das jeden Moment einbrechen würde. So, Funkturm, ich habe noch 3 Minuten. Ich muss mich beeilen. Und dann mal sehen, wenn ich speichere. Er speichert ja immer automatisch, aber ich kann ja auch manuell speichern. Okay, die Sonne selber sieht gar nicht so gut aus. Die Sonnenreflekte, die sind gut. Mach auf. Was ein Ikea-Schloss. Mainboard raus, ein Schalter um, zwei Schalter um. Fertig. Eine Kanone aus dem Zweiten Weltkrieg. Da wird bestimmt ein Brief sein. Ein kleines Lager. Da wird ein Rennen oder so sein. Ein Wrack, da wird ein Relikt sein. Also alle drei Sachen haben wir einmal. Erfolgreich Funkturm aktiviert. Da unten haben wir schon mal einmal Prüfung. Da kann ich hier runter? Nein, schade. Ich habe gedacht, ich kann hier... Alter, wie geil das Wasser aussieht, bitte. AK 47 gratis im Shop. Scorpion gratis. So, jetzt können wir ja hier gucken. Also, hier sind wir definitiv falsch. Da haben wir Wildschweine. Da haben wir Wildschweine. Da gehen wir definitiv hin. Da ist ein Tempel. So, erstmal werden wir die hier, Valas Docks, werden wir definitiv erstmal niederbrennen, niedermetzeln.
Und dann holen wir uns da Wildschweine. Universalwerkzeug. Das werden wir uns auch holen. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge.